Wir haben noch ein Grußwort von der Journalistin und Laudatorin des Stuttgarter Friedenspreis 2020, Bascha Mika. Und ich bitte euch, es sind nur noch 5 Minuten, haltet durch. Und danach möchten wir doch das Grußwort vom Chaos Computer Club Stuttgart lesen. Es ist nicht lang, aber ich glaube, dass es wichtig ist, einfach, dass wir sehen, wir haben eine große und bunte Zivilgesellschaft, die hier für Julian Assange einsteht. Okay, next up, the journalist and orator of the Stuttgarter Friedenspreis, Peace Prize, Bascha Mika, and her finishing words. Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Julian Assange und der Pressefreiheit, stellen Sie sich vor, eine Straße in Bagdad, ein US-Kampfhubschrauber, darin Soldaten, die ihren Spaß haben wollen, indem sie auf Zivilisten schießen. Ziel im Visier, Feuer. Tote Menschen auf der Straße, 12 Opfer niedergemäht, darunter 2 Journalisten. Collateral Murder heißt das Video, das dieses Kriegsverbrechen dokumentiert. WikiLeaks hat es veröffentlicht, so wie viele andere geheime Dokumente, die Regierungen, Banken, Militärs, Sektenführer und Firmenbosse an den Pranger stellen, wegen ihrer korrupten Machenschaften, ihres Machtmissbrauchs, ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Um solche Vorgänge öffentlich zu machen, braucht es Mut und Aufklärungswillen. Beides hat Julian Assange mit WikiLeaks bewiesen. Dafür soll er büßen. Dafür büßt der Gründer der Enthüllungsplattform bereits seit Jahren mit seiner Freiheit, mit seiner psychischen und physischen Gesundheit. Zitat: Ich habe es noch nie erlebt, dass sich eine Gruppe demokratischer Staaten zusammengeschlossen hat, um ein einzelnes Individuum so lange Zeit bewusst zu isolieren, zu dämonisieren und zu missachten. So sagt es Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter. Die Verschwörer, von denen er spricht, sind die Regierungen Schwedens, Ecuadors, Großbritanniens und der USA. Sie alle wollen, dass Julian Assange für den Rest seines Lebens im Gefängnis verrottet. Weil er mit der publizistischen Arbeit von WikiLeaks für Freiheit gestritten hat. Weil er als Whistleblower für Menschenrechte, für Gerechtigkeit und eine offene Gesellschaft eingetreten ist. Julian Assange ist zum Symbol für Aufklärung und die Freiheit des Wortes geworden. Wer ihn verfolgt, verübt einen Anschlag auf die Macht. Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von Julian Assange und der Pressefreiheit, stellen Sie sich vor, eine Straße in Bagdad, ein US-Kampfhubschrauber, darin Soldaten, die ihren Spaß haben wollen, indem sie auf Zivilisten schießen. Ziel im Visier, Feuer. Tote Menschen auf der Straße, 12 Opfer niedergemäht, darunter 2 Journalisten. Collateral Murder heißt das Video, das dieses Kriegsverbrechen dokumentiert. WikiLeaks hat es veröffentlicht, so wie viele andere geheime Dokumente, die Regierungen, Banken, Militärs, Sektenführer und Firmenbosse an den Pranger stellen, wegen ihrer korrupten Machenschaften, ihres Machtmissbrauchs, ihrer Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vielen Dank an Bascha Mika, die Laudatorin des Stuttgarter Friedenspreises 2020 für Julian Assange.